Hallo Hanni! Hallo Jani! Also, wie geht's? Gut? Ja, mir geht's sehr gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Wir haben jetzt gerade Sonntag. Montag und Halb acht. halb acht. Am Abend. Am Abend ist es schon dunkel draußen, deswegen habe ich gleich ein paar kleine Installationsschwierigkeiten, aber jetzt sitzen wir hier drin. Es stand zur Debatte, draußen Ja. aufzunehmen. Das ging aber nicht mehr draußen, es ist zu heiß und dann überhitzt der Akku immer. Und dann war die Idee, die Kamera reinzustellen und raus zu filmen. Aber wir haben schon nach ein paar Minuten gemerkt, das wird dann ziemlich animalisch hier Nee, nee, in erstmal meinem. die Idee, die Tür zuzulassen, aufzulassen. Das Nee, geht ja nicht. zuzulassen. Zuzulassen und durch die Tür zu filmen, das geht aber Das hätte nicht. am Tag, Ah ja, hätte komm. das gut Ah ja. gegeben. Und ja, wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass hier wirklich schon in wenigen Minuten ziemlich viele Tiere im Zimmer waren. Ja, aber das war Und doch würden eigentlich wir keine jetzt hier. Überraschung. Also sagen wir mal Aber ehrlich. ich habe das Gefühl, hier Mücken und so sind nicht ein Riesenthema. Nee, ich nicht riesig, nee. Und deswegen, naja, aber da wir ja wissen, dass ich nicht so gut schlafe, wenn mir eine Mücke ums Ohr schwirrt, haben wir uns dann dafür entschieden, das doch hier nachher drin zu verdanken. Ja. Genau. So, was gibt es hier zu berichten? Eine Wir spannende hatten. Woche vor allem. Ja, was haben wir jetzt. Also, du bist jetzt seit nicht mehr als einer Woche hier. Ja, richtig. Seit Seit ein paar vier, Tagen. fünf Tagen jetzt. Fühlt sich aber an, als wärst du auch schon 2 Wochen hier, finde ich. Ich bin noch länger gefühlt. Ja. Also ich kann mich gar nicht mehr, ich kann mir gar nicht vorstellen, Nicht hier zu nicht sein. hier zu sein. Und es ist einfach so crazy, wenn man bedenkt, es ist Tag 5 und es sind einfach noch 105 weitere Tage einfach. Und 105, einfach mal aber 5. weißt du, woran ich merke, dass du noch nicht so lange hier bist? Welche Tage zählen? Nein. Und das dann fühle ich mich immer ein bisschen cool. Wegen. Wenn du fragst, weißt du den Weg? Und ich denke mir so, klar, also Hannah, das ist jetzt wirklich nicht. Aber dann merkt man manchmal, okay, du hast den Weg jetzt noch nicht so 100% auf dem Schirm, weil du ja auch gerade das Gefühl angekommen bist. Der Punkt ist, am ersten Tag, erst haben wir ja gesagt, wir nehmen jetzt doch nur einen Scooter, damit ich nicht selber fahren muss. Wir haben ja schon bei der allerersten Fahrt gemerkt, es ist Käse. Ja, weil Erst dachten. 160 Kilo auf einem so kleinen Honda Scoopy nicht so gut kommen. Ja. Wer hätte das Erst gedacht? dachten wir, es ist problematisch mit meinem Knie, weil ich, wenn ich auf die Tritt. Dinger gehe beim Roller an die Seiten, dass ich dann doch schon sehr geknickt bin mit meinem Bein. Das ging in der ersten Fahrt gar nicht. Dann ging es irgendwann, aber zwei wirklich große Personen mit zwei großen Rucksäcken. Groß sind wir. Ach so. Viel Personen. Viel Personen. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, es gibt viele schlafende Polizisten. Ja, es gibt viele Wege, wo wir zwei Rucksäcke auf dem Rücken haben. Ja. Und dann ist das auch Quatsch. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt einen eigenen Scoopy. Han hat einen schwarzen, ich habe einen weißen, total cool. Ja. Und dann können wir jetzt durch die Gegend fahren. Das Fahren funktioniert ja meistens Ja, meistens auch gut. ganz gut. Wir hatten leider jetzt schon einen kleinen Zwischenfall. Ja. Möchtest du kurz erzählen? Wann hat sich das ereignet? Gestern. Gestern hat sich das ereignet, am Weihnachtstag. Am Heiligabend. Folgende Situation. Wir haben einen kleinen Shopping-Trip gemacht. Ja. Wobei der Shopping-Trip gar nicht so klein war. Ich habe mir jetzt die Kappe gekauft, die ich gerade trage, weil mein Haar gewaschen werden muss. Wir haben diesen Anzug gekauft in Schwarz, in Und in Weiß. Weiß. Ich habe einen total coolen neuen Bikini und eine Haarspange. Und dann hat sich noch eine Hose gekauft und eine Bluse Und Quatsch. und Kleider. Na, Okay. auf jeden Fall, als wir jetzt am Ende gesagt haben, komm, wir müssen jetzt los, weil zu unserer Restaurantreservierung, ist es folgende Situation hier. Ganz kurz, Restaurantreservierung. Bei dem Restaurant, wo ich versehentlich dann für Heiligabend schon Silvester. für Silvester reserviert habe. Und als ich dann später geschrieben habe, dass wir uns verspäten, weil es aus Strö wie aus Eimern geregnet hat, wurde mir dann gesagt, ach so, Sie kommen heute, Sie haben für morgen reserviert. Also zweimal verkackt bei der Reservierung für einen Abend. Ist okay. It's okay. Ja, die kriegen das immer alles noch gedeichselt. Ja, klar. Also es gibt immer für alles eine Lösung. Folgende Situation. Den ist ein Feuerwerk. Ich fasse das gar nicht. Sehe ich nicht. Heute ist aber auch irgendeine andere Zeremonie noch Ja, von den die Balinesen. Balinesen fahren auch Die irgendwas. haben die Straßen schon zugemacht und saßen alle auf der Straße und waren am. Ob sie am Beten waren? Nein, die haben irgendwas gefeiert. Heute, als Ja, ich zu dem Nagelstudio ja. bin. Okay, die haben da alle auf der Straße gekniet. Ja, aber die hatten sich ja unterhalten. Also beim Ach so. Beten unterhält sich ja nicht, schätze ich. Na, der folgende Situation ist jetzt, um endlich mal auf den Punkt zu kommen. Du fährst hier überall mit den Scootern hin. Gehwege inexistent. Es gibt keinen Bürgersteig, es gibt. Doch, selten. Ja, und der ist dann aber gepflastert von Löchern. Genau. Wo du reinfällst. Ja, fällst du rein. Fällst du rein. Was da schon reingefallen ist. Hallas Airport. Ein Airport. Da sage ich gleich was zu. Also,
Man fährt immer mit dem Scooter hin und man fährt mit diesem Scooter immer direkt vor sein Ziel. Sei es ein Einkaufsladen für Kleidung, sei es ein Supermarkt. Sei es ein Gym. Sei es ein Gym, sei es ein Nagelstudio. Alles. Du fährst wirklich direkt vor diese Tür. Naja. Und manche haben dann diese Terrassen, wo du drauf parkst, irgendwie noch so ein bisschen schön gestaltet. In unserem Fall gestern mit Blumenkübel. Ja, so. Und wir haben da geparkt und es hat sich ein Auto irgendwie so dämlich hingestellt, dass wir viel rangieren mussten. Wir hätten, nein, ganz doch, kurz. Wir hätten einfach so rausfahren können. Ja, okay, aber grundsätzlich muss man halt rangieren. Diese ganzen Parksituationen sind auch meistens immer total überfüllt. Naja, auf jeden Fall haben wir rausrangiert. Ich hatte stand eigentlich ganz gut, das heißt, ich musste nur kurz vorsetzen und dann so schräg zurück. Und ich war schon halb auf der Straße, habe auf Hanna gewartet und ich sehe nur, wie Hanna jedes Mal. Und ich dachte mir auch mal so, oh, wie rangiert die denn da? Du hast dich jedes Mal wieder so, du bist immer vor und zurück und schon wieder auf den Blumenkübel zugesteuert. Und wieder vor und wieder zurück und wieder auf den Blumenkübel. Dazu gesteuert. Das war schwierig. Auf jeden Fall meinte ich ja dann, du sollst einfach mal vorfahren, auch in die Ecke, wo ich reingefahren bin und dann auch so eine S-Kurve quasi raus. Ja, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Rollern im Sinne von kleinen Motorrädern, jetzt kennt ihr Kickroller, zu tun hatte. Man hat zwei Bremsen. Die sind wie beim Fahrrad vorne angegriffen. Und man hat das Gas. Das ist an der rechten Hand. So. Wenn man jetzt irgendwie blöd greift. Ich wollte zurückrangieren, es war auch leicht bergab und wollte die Bremse greifen. Bin dann aber irgendwie ans Gas gegangen. Und aus dieser Aneinanderreihung von Komplikation bin ich nach vorne gerast. In die Wand. An der Wand vorbei. In den Auto rein. Das war zum Glück ein weiteres stehendes Auto, was es auch zugeparkt hat. Oh. Ja. Und dann stand ich da. Ganz kurz, ich habe noch eine weitere Theorie. Also ich habe das dann beobachtet, ich habe riesige Schrecken bekommen, wirklich. Weil ich habe es ja genau vor Augen. Wir haben da wirklich einfach nach vorne rast. Ja. Aus dem Stand Vollgas halt. Und ich dachte, warum bremst die nicht? Naja, ich glaube, dass es... Wir haben ja mehrere Learnings, die ich jetzt gleich mitgebe. Ja, ich habe das ja komplett analysiert, die ganze Situation. Es kann genauso gut auch sein, du warst ja gerade auf dem Weg nach vorne, dich zu drücken in diese Ecke rein. Und dass du da gar nicht die Bremse wirklich greifen wolltest, sondern einfach beim Dreh, also weißt du, indem man diesen Lenker auch drückt nach vorne, du dann da, ne? Ja. Auf jeden Fall kommen jetzt meine Learnings. Learning Nummer 1. Beim Rollerfahren. Motorradfahren, immer einen neutralen Griff und wenn man dann Gas geben möchte, das Handgelenk knicken. In eine unnatürliche Situation. Genau, in eine unnatürliche Situation. Das heißt, wenn ich dann wieder in die natürliche Position gehe, dann kein Gas ist. Weil das war Fehler Nummer 1, glaube ich, auch. Ja. Fehler Nummer 2, warte, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Oh Gott. Ich hatte auch noch meine Tüten. Niemals. Mit, die Lenker voll laden. Hanna hat ja noch aber nicht den Lenker mit dem Gas voll machen. Also das war jetzt nicht der Punkt. Nein, aber trotzdem war es ja, es war hinderlich. Und beim Rangieren einfach den Motor auslassen. Ja. Nicht schon den Motor anmachen und dann da rum und dann da irgendwie Laufrad spielen. So, sondern immer erst starten, wenn man wirklich losfahren kann. Ja. Da hättest du diese Dinge befolgt, dann wäre das nicht passiert. Ja. Aber es war dann jetzt fürs nächste Mal. Ja, genau. Auf jeden Fall, das war dann so lustig. Also es war in dem Moment überhaupt nicht lustig. Ich habe auch zwei Stellen gefragt bekommen. Hanna rast also nach vorne, erst Hauswand, dann Auto. Und dann steht sie da irgendwie so. Oder der Roller ist hingefallen. Ja, und du standst da und ich brüll nur, Hanna, bleib stehen, lass alles liegen, pack nichts an. Dann war ich im Begriff, meinen Roller auf den Boden zu schmeißen, um dahin zu sprinten. Das wäre natürlich total dumm gewesen. Ich habe dann auch mal kurz nochmal geschaltet und war so, okay, Jan, du kannst den Roller ganz normal abstellen. Du brauchst ihn jetzt nicht auch auf dem Boden sehen. Es war ja auch alles pausiert. Es ist hier nichts mehr passiert. Ja. Also es ist... Ja, stell dir vor, immer weiter Gas. Sag immer wieder dagegen. Naja, auf jeden Fall bin ich da hingeeilt. Tatsächlich ist ja im Auto nichts passiert. Der Roller, das Kennzeichen war komplett verbogen. Das war aber mit zwei Handgriffen hier gerade. Das ist so ein dünnes Blech. Und da ist zum Glück auch nichts passiert. Aber es hätte auch echt böse enden können. Wobei ich spüre es ein bisschen an der Beinrückseite noch, ne?
mir ist ja quasi der Roller. Ganze Roller in die Beinrückseite noch mit reingefahren. Mhm. Lernt man draus. Lernt man draus. Ich habe noch zwei weitere Learnings. Was heißt Learnings? Aber zwei weitere Tipps, die ich euch mitgeben möchte. Erstmal das Thema Fahrt mit Helm. Ich hatte zum Glück auch einen Helm an. Nicht, dass der jetzt irgendwie in der Situation wichtig gewesen wäre. Aber ist definitiv nur bestimmt in irgendwelchen Situationen. Ja, denn das letzte Mal, als wir auf Bali waren, also hier gibt es eigentlich eine Helmpflicht, aber da hält sich irgendwie niemand dran. Mir ist aufgefallen, die Einheimischen halten sich fast alle dran. Ja, viele. Aber die ganzen Touristen, also die touristisch aussehen, ja, halten sich überhaupt nicht dran. Ja. Also da fahren die wenigsten mit Helm. Genau. Und natürlich ist das lässig, weißt du. Das und natürlich ist der Helm scheiße. Helm scheiße und wenn du ohne fährst, der Wind, der bläst dir durch die Haare. Ja. Und es ist irgendwie alles angenehm, je nachdem, wie du deine Frisur trägst, ist sie danach nicht ruiniert. Ja. Also, es ist attraktiv. Beziehungsweise, das sah auch attraktiv aus, wie du den Hund und den Helm anhattest. Ja. Ich meine, sieht halt auch echt direkt wie ein Idiot aus. Ja, man sieht total idiotisch aus. Und ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Vor allen Dingen, das Ding ist, man fährt hier 80% der Zeit auch maximal 20 Stundenkilometer. Ja. Es gibt mal aber so kurze Phasen, wo du mal auf Gas gehst. Hier im Straßenverkehr ist definitiv auch, dass es keine Schilder gibt, es gibt keine Ampeln und da stellt sich mal ein Freiwilliger in die Kreuzung und pfeift. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Na doch, ab und zu ist doch da immer einer, der mal am Pfeifen. Manchmal haben die auch so Lichtampeln. Ja, nee, das sind die für den Restaurants. Das sind die vollen Restaurants, aber die unterstützen ja trotzdem so ein bisschen den Straßenverkehr. Ja. Aber nee, die halten den auf, damit du ins Restaurant gehen kannst. Aber trotzdem gibt es hier keine wirklich Regeln und jeder fährt ja, wie er Lust hat. Ja, und auch an der Kreuzung, wenn von allen Seiten Leute kommen, vor allen Dingen auch Linksverkehr, auch immer interessant. Mhm. Ja, also der sich das Recht zuerst nimmt, der fährt zuerst. Habe ich das im letzten Podcast gesagt? Oder bei wem habe ich das gesagt? Du hast vor allem gesagt, es wäre Rechtsverkehr durch die Viertel. Es ist Linksverkehr und ich habe ein kleines Rechts-Links-Problem. Oh ja. Und das ist besonders, wenn man da um die Kurve gefahren ist, immer wieder speziell. Ja. Sie erstmal komplett neu sortiert wieder. Ja, der Punkt ist, dass du da plötzlich rechts einordnest. Was ich sagen möchte, tragt Helme. Wir haben es beim letzten Mal gar nicht gemacht. Wir machen es diesmal immer, fast immer, ja, zu 95%. Ja. Denn nachdem wir Bali wieder verlassen haben beim letzten Mal, habe ich diverse, ich habe später noch ein paar Erfahrungsstories mitbekommen, auf TikTok in allererster Linie, wo es wirklich diverse Unfälle gab. Dass die Frau, die das Video gemacht hat, hatte diesen Unfall gesehen und einer ist halt gestürzt ohne Helm. Und dem sein Kopf ist geplatzt wie eine Wassermelone. Das habe ich doch im letzten Podcast gesagt. Echt? Ja. Der hier? Ja. Habe ich irgendwie bekommen, habe ich nicht zugehört. Aber habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt. Ja. Ja, aber deswegen, das ist mein Gedanke, eigentlich jedes Mal, wenn ich auf diesen Roller steige. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall im Kopf geblieben. Genau, deswegen hat eure Hot. Warte, eine Züge. Helm, ganz wichtig. Ja. Aber ansonsten, wenn wir das Thema Roller gerade noch haben, finde ich einfach so cool. Was heißt so cool, aber. Einfach dieser Service rund um dieses Thema Roller. Okay. Was heißt Service? Das ganze Setting. Wie ich eben schon gesagt habe, du fährst einfach immer vor dein Ziel. Unmittelbar. Ja. Ja. Es gibt kein das Thema Parkplatzsuche. Nö, die sortieren das ja dann für und dich. Selbst wenn gerade da irgendwie es doch mal richtig voll scheint, ist vor jedem Laden. Es wird immer möglich gemacht. Es wird alles möglich gemacht. Vor jedem Laden steht ein Rollerverantwortlicher. Mhm. Manche manchmal drücken. Zwei. Manchmal zwei, manchmal auch drei. Wenn es irgendwie unklar ist, gibst du den Roller einfach den Leuten, wie bei so einem Parkservice bei so edlen Hotels. Ja. Oder was auch immer. Steigst du ab und die kümmern sich. Und dann packen die ihn irgendwo hin und dann ist er in so einem Meer von Rollern und denkst du, ja, wie, da komme ich jetzt in den nächsten 10 Jahren nicht mehr dran. Und dann guckst du so ein bisschen in der Gegend rum und dann wird das auch alles schon für dich wieder organisiert, in Fahrtrichtung geparkt und dann kannst du wieder drauf springen und abfahren. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, der Verkehr wird erstmal gestoppt, damit du angenehm losfahren kannst und dann nicht die ganze Zeit warten musst, bis ich mal wieder eine Möglichkeit ergibt, weil es sind schon sehr viele Leute unterwegs. Gestern haben wir gefühlt 10 Minuten an der Straße gestanden, bis wir die überqueren konnten. An welcher Straße? Nachdem wir beim Tumor waren. Oder auf dem Weg hin zum Tumor. Na, da waren wir Fußgänger. Als Fußgänger hast du verloren. Also hätten wir auf dem Roller gesessen, hätten wir uns direkt da wieder einsortieren können. Ja, aber wir die Gegenspur, hätten wir die Gegenspur gemusst, auch nicht. Aber ich mit dem Roller geht es da schon mal schneller rein. Ja, vor allem nicht, wenn du mit dem Schlauch rumgehen musst. Das ist ja stimmt. Du bist ganz unmobil, da steht drüber zu huschen. Das stimmt, ja. 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 Ja, und gestern war ja Weihnachten, da haben wir total leckeres Dinner gehabt. Was ganz kurz, um das ganze Thema abzuschließen, mein letzter Tipp zum Thema Roller.
Roller bzw. Helm bzw. Setting. Leute, wenn ihr Musik beim Rollerfahren hören möchtet, wir machen das gerne, weil... Das macht schon Spaß. Es wird auch viel gehupt hier, aber das hört man eigentlich trotzdem, je nachdem, wenn man seine Kopfhörer einstellt und dadurch, dass man ja auf dem Roller alleine sitzt und man nicht am Quatschen ist, ist so ein bisschen Musik ganz schön, um einfach den ganzen Vibe ein bisschen zu fühlen. Mhm. Wir tragen eigentlich immer nur AirPods, deswegen haben wir auch in dem Setting diese AirPods wieder getragen. Wenn ihr den Helm abnehmt, fallen diese AirPods schnell einmal raus. Und wie gesagt, hier alles ist so ein bisschen komisch von der Straße her und es gibt viele kleine Schlitze und Löcher und kleine Flüsse, also bis das Abwasser. Kleine Flüsse. Und vor 2 Tagen ist es dann tatsächlich so gekommen. Ich habe meinen Helm abgenommen, mein AirPod ist auf den Boden gefallen, innerhalb in einen Schlitz rein. Dann hat John noch schnell eine Zange organisiert. Ich habe versucht, diesen Kopfhörer rauszubekommen. Diese ganzen Platten, die sind auch, also hier ist auch mal alles lose, ne? Also, indem ich dann mich ganz kurz anders bewegt habe, ist diese Platte einmal gekippt. Und der AirPod ist im Abwasser gelandet. Und der AirPod war weg. Weg. Also nicht so, dass man ihn noch wieder rausziehen könnte. Das ist nämlich so ein Abwasser. Der hätte ja nicht reingreifen können. Nee, um Gottes Willen. Also das wär, da wäre ja gar kein Platz für deine Hand gewesen. Nee. Der war ja auch schon weg, der ist ja schon 3 Meter runter und dann ab. Ja. Ja. Also Leute, Kabelkopfhörer sind hier die Lösung. Ja. Da kann man auch ganz einfach mal das Lied weitermachen. Stimmt. Das ist nämlich auch sehr nervend. Ja doch, ich greife manchmal dann so in meinen Kopf, in meinen Helm rein. Wie viel Spiel hast du denn da im Helm? Ich habe relativ großen Helm, da passt doch ein Dutt drunter. Achso. Wie auch? Ja, ich habe immer eine Frisur unter dem Helm, heute ja auch die Kappe, also es passt schon sehr gut. Ja, es sah besonders attraktiv aus. Und Sonnenbrille immer wichtig. Mir fliegt immer was ins Auge, ne? Echt? Es sind irgendwie so viele Straßenarbeiten die ganze Zeit. Ja, muss immer. Aber gut, ich wollte gerade sagen, Augen zu machen, das ist auch keine Option. Nee. Ja, aber das Rollerfahren an sich ist schon cool hier. Ja, es macht auf jeden Fall schon Spaß. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Auto klemmt euch komplett. Fahrt ihr kein Auto. Außer ihr wollt jetzt irgendwelche Tagestouren machen irgendwo hin. Dann. Ja. Okay. Ja. Aber nicht innerhalb Changus. Oder Uluwatu. Nee. So. Gestern, Weihnachten. Gestern war Heiligabend. Gestern haben wir einfach ein richtig wunderbares Abendessen gehabt. Das war auch sehr lustig, weil wir angefangen haben, die Leute um uns herum zu analysieren. Mm, ja. Das hat schon Fun gemacht. Und ja, haben richtig gut gegessen. Ansonsten ist hier nicht so eine Weihnachtsstimmung, finde ich. Findest du, hier ist eine Weihnachtsstimmung? Keine Weihnachtsstimmung, eine Weihnachtsstimmung, aber es wird sich bemüht. Es wird sich bemüht, indem überall Weihnachtslieder laufen. Im Supermarkt. Ich mag's gern. Und im Gym, ich find's irgendwie... Überall, auch in den Einkaufsläden, also Kleidungsläden. Ja, ich find's... Aber das hat dann für mich irgendwie auch wieder so ein bisschen was Amerikanisches, so vom Gefühl. Ja. Weil ich glaube, also ihr könnt da mal in die Kommentare schreiben, in Deutschland läuft jetzt nicht im Supermarkt Jingle Bells. In der läuft halt meistens Radio, glaube ich. Und die spielen halt schon diese Sachen. Aber hier laufen wirklich so die richtig amerikanischen Lieder alle. All I Want for Christmas und hast du nicht gesehen, aber es läuft jetzt nicht so leise wie so der Schnee. Ne? Nee. Ja. Ja. Der, auf jeden Fall war es aber an sich sehr cool. Und überall ist halt schon auch dekoriert. Minimal dekoriert, aber. Minimal dekoriert. Aber heute im Gym, ich dachte, es wird richtig leer sein, es war brechend. Boah, so richtig gut. Also unser Gym ist schon ein sehr volles Gym. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber ist okay. Aber im Vergleich, Preis-Leistung ist halt gut. Ja, also, ja, die Geräte sind gut. Ja. Es ist allerdings viel Panatta, ist jetzt nicht meine Favorite-Marke, aber ist okay. Und Manko ist eigentlich wirklich, dass es sehr voll ist. Ja. Was aber auch am Preis liegt, weil wenn alle anderen Gyms halt, oder nicht alle anderen, aber es gibt zum Beispiel noch 2 andere oder ein anderes gutes Gym, das kostet aber doppelt so viel. Natürlich gehen dann mehr Leute in das etwas günstigere. Ja, also McFit ist es auch teurer. Also wollen wir kurz mal die ganze Situation mal kurz darlegen? Welche Situation? Also, die meisten. Du bist jetzt nicht die Gyms in Ordnung. Nein, nein. Aber der Punkt ist folgende: Es gibt keine Gyms so wie bei uns. Sagen wir mal, wie ein McFit, wie ein John Reed oder wie auch das KW, wo wir sind. Hier ist nichts größer als 60 Quadratmeter gefühlt. Die sind alle mini klein. Denk mal an John Reed, das 5 Etagen hat oder so. Ich kann da überhaupt nicht zustimmen gerade, weil die Gyms sind, also das Gym, wo wir gerade trainieren, ist doch nicht viel größer als das, viel kleiner als das KW. Mittlerweile.
Hier haben wir das aufgebaut. Ah ja, aber du kennst ja nur das Aufgebaute. Also das ist normales. Ja, aber trotzdem, trotz dessen ist alles sehr gestaubt. Sagen wir die Body Factory, das ist das Dings, wo alle Touristen immer direkt hinrennen. Ja, wo wir beim letzten Mal waren. Das ist schon voll auch. Die sind alle eng, weil die irgendwie natürlich in möglichst viel Geräte ausstellen wollen. Ja. Und ist aber auch egal. War es die Situation aber auch noch wieder, was ich noch wiedergeben wollte, dass diese ganzen Gyms auch immer eine Recover-Area haben. Das ist mit sehr Eisbecken, cool. Mit Pools und mit so einer ganzen Lounge-Area, kann man das, oder Pool-Area. Ja. Und so Cafés mit Fitness-Food. Ja, das finde ich super. Und da wollte ich noch kurz auf die Preise eingehen. Ja. Aber Mitgliedschaften, Einmonatsmitgliedschaften in Deutschland kosten auch meistens 80 Euro. Ja? Ja. Okay. Und das zahlen wir ja gerade auch für unser jetziges Gym. Aber da gibt es zum Beispiel andere Gyms wie Body Factory, wo wir beim letzten Mal 170 Euro bezahlt haben. Für 30 Tage irgendwie. Ohne Recovery Area. Ja. 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 Aber an sich ist unser Gym eigentlich ganz cool, es ist voll, aber trotzdem ist das Publikum ja auch interessant, weil da gehen wir auch ganz gerne zurzeit in die Analysen. Und es ist einfach so unfassbar lustig. Es ist so unfassbar lustig. Viele Russen. Es sind generell viele Russen, glaube ich, in Canggu. Aber was eigentlich das allerlustigste ist, ist dann die Leute zu beobachten und es sind sehr viele Personal Trainer, wo du aber dich da fragst, ist das jetzt Personal Training oder was macht ihr gerade? Aber meine Theorie ist, dass das hier für viele Herren also ich stelle mir das so vor, die sehen diese Frauen oder treffen die oder finden die auf Tinder oder sonst irgendwo, greifen die auf jeden Fall irgendwo auf und sagen dann, dass sie denen so ein bisschen Fitness zeigen. So, genau so sieht das nämlich aus. Ja. Also müsst ihr euch jetzt vorstellen, irgendwelche relativ trainierten Männer mit sehr schlanken, hübschen Frauen. Ja. Und dann machen die da so PTs. Die haben aber, du siehst, dass die aber keine Ahnung von Training haben. Beide. Nein, aber, ja, aber die Männer ja schon mal mehr als die Frauen. Aber die Frauen halt wirklich so Trainingsanfänger. Da wird gerade so ein bisschen der Latzug erklärt. Ja, Und es ist ganz wichtig natürlich, dass man trotzdem in den Satzpausen viel Konversation natürlich macht. Auch sehr dicht aneinander stehen, sehr tief in die Augen blickend. Das kann man von außen wunderbar beobachten. Und während der Sätze auch mal natürlich so ein bisschen berühren, dass man auch weiß, welche Muskeln gespürt werden sollen. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, folgendes Szenario. Ich höre noch mein Bauch am Trainieren. Neben mir fand auch ein Bauchtraining statt. Eine Frau auf dem Ball liegend hat da Crunches gemacht. Zwischen ihrem Bein stand der Trainer und sie war da ihre Sit-Ups oder Crunches am machen und er hat dann dabei seine Hände gefühlt in ihren Bauch gedrückt, um dass sie da irgendwie, keine Ahnung, entweder auf dem Ball liegen bleibt oder keine Ahnung, ihren Bauch besser spürt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich stand da und ich dachte, wie ich spinne. Naja. Draußen war der besagte Typ dann auch schon wieder, aber dann mit der nächsten hat er ihr gerade die Füße massiert. Ja, also die Füße massiert, wirklich. Und den Rücken eingecremt. Ja, die so. Den Rücken so mit der Mama und so. Das ging wirklich den ganzen Nachmittag. Und als wir dann los wollten, hatte er die nächste da. Das war auch echt. Und es ist nicht nur er. Ja, ja, genau, also es sind mehrere. Es sind mehrere, aber ihn haben wir an dem Tag beobachtet. Ja, und auch immer so ein bisschen Nacken massiert. Ja, und ein bisschen verspannt, meine Güte. Wie für den nächsten Satz wieder bereit ist. Also, während des Satzes viel Körperkontakt. In den Pausen. Pausen viel Kommunikation. Und viel Körperkontakt. Aber der Punkt ist halt, das habe ich auch zu dir gesagt, wenn die nun mal auf diesen eben besagten Körperkontakt aus sind, dann kommt in so einem Training natürlich... Kommt denn zu einem Training? Du hast wirklich direkt neben mich kurz in die Dose aufgemacht. Sag ich jetzt auch gar nichts zu. Ne? Na, auf jeden Fall kommt in so einem Training natürlich viel schneller ein Körperkontakt auf, als jetzt, wenn du in einem Café sitzt. Ja, klar. Außer, den ich gestern im Restaurant. Wer? Das hat die etabliert. Ja, und gestern im Restaurant haben wir dann People Watching weitergeführt. Das war auch sehr interessant, weil hinter uns, ich finde es total interessant in solchen Restaurants, dann die Tische zu beobachten. Die Konstellation. Und dann sich die Konstellation vorzustellen. Also hinter uns, beziehungsweise hinter Hannah, saß eine sehr hübsche Frau und ihr mutmaßlicher Freund. Das ist jetzt einfach das, was ich daraus interpretiere.
Und neben ihr saß dann noch ein zweiter Herr, ähnliches Alter. Mit dem war sie aber nie so am liebkosend. Nämlich der Mann links von ihr hat ja auch mal so ein bisschen am Öhrchen genagt. Und ja, auf jeden Fall ist jetzt meine Theorie, dass das war der Bruder, vermutlich. Die sahen sich nämlich auch ein bisschen ähnlich. Du hast gesagt, die sahen sich überhaupt nicht ähnlich. Doch, die sahen sich eigentlich recht wenig. Das hatte ich auch gestern gesagt. ja. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß auch nicht, aber wie kam denn jetzt auf das Restaurant? Dass ich meine, dass man im Training schneller so, mal Körperkontakt nach vorne hat. Aber im Restaurant habe ich auch total den Körperkontakt. Da hat es nämlich ganz so angekrabbelt von der Seite. Oh Gott. Boah, es war eigentlich echt schick so kalt. Also das ist schon lustig. Achso, ja, dann haben die da sich. Das war ja so unangenehm. Also es war für mich unangenehm sogar nicht. Ja, und für den Tisch, anderen. Aber für den, der mit am Tisch, das war auch viel unangenehmer. Weil die dann angefangen haben, sich da irgendwie, nachdem er ihr da am Ohr genagt hat, am Anfang hat sie es noch so ein bisschen abgetan. Irgendwann ist sie dann drauf eingestiegen und da haben die sich dann da so geküsst. Was an sich ja die schlimme Sache ist, da saß ja noch ein Dritter. Und er hat dann irgendwann einfach sein Handy rausgeholt. Das war so. Aber apropos Handy, rechts von uns, beziehungsweise links von dir, das war auch interessant anzusehen. Ja, ne? Das war ein Pärchen, aber die eine, die war irgendwie nur am Handy und er hat einen Arm verbunden gehabt. Ach nee, das war nee, doch so. Aber einer mit verbundenem Arm und gegenüber saß die Frau mit Laptop und direkt neben uns war sie mit Handy und er, ja, und er unbeschäftigt. Und auch als sie dann auf, weil sie dann aufgestanden sind, war auch gut, weil er ist einfach aufgestanden und losgelaufen. Ja. Und sie war sich dann auch am Sortieren. Ja, weil sie musste noch ihre Kreditkarten wieder holen. Ja, sie hatte ja dann auch das ganze Spektakel an ihrem Geburtstag, weil sie hat einen Lenkkuchen bekommen. Da stand Happy Birthday auf dem Teller. Hat sie die ganze Party bezahlt und er ist dann irgendwann auch einfach aufgestanden und gegangen und sie ist dann eine Minute später halt gehopst, irgendwie, keine Ahnung. So, ist okay. Naja. Auch interessant, was wir stark analysiert haben, war ja die Frau im blauen Kleid. Ja, das war nämlich die Besitzerin. Weiß kein Mensch, ob sie vorher die Besitzerin war. Und das, was wir daraus interpretiert haben, war, ja. Eine Frau, sehr, sehr hübsches blondes, braunes Kleid, blaues Kleid, oh Mann, sehr hübsches blaues Kleid und sie hatte eine sehr schöne Gangheit. Da kam ja, wir sitzen ja auch schon wieder wie Schluckwasser. Da kommen wir nochmal zum Thema Haltung, sie hatte auch eine sehr gute Haltung und alle hatten nämlich die gleichen Kluften da an, nur sie hat halt ein langes, blaues Kleid an. Ja, deswegen kann sie nur nicht erfinden. Und sie ist durch den Laden geschwebt. Ja. Und dann hat sie ja noch mit meiner Bestellung gepasst. Ja. Nee, weil die Karte wurde doch geändert. Hat sie doch gesagt. Ja, ja. Naja. Naja. Ja, aber das zum Thema Gym, was wir eins sagen wollen. Es ist immer viel los in unserem Gym. Wir trainieren aber auch gut. Aber trotzdem beobachten wir auch gerne. Ja, auf jeden Fall mit tollem Pool. Wir haben eiskalten so Weinfässer. Das sind dann so Kältebecken. Eisig kalt. Ich habe das eigentlich zum ersten Mal gemacht. Das ist echt richtig kalt gewesen. Aber ich möchte jetzt nochmal mit einer Stoppuhr dran und mal gucken, wie lange ich da in diesem Becken. Man kann das gar nicht wirklich vergleichen, weil am ersten Tag, wo wir das gemacht haben, war es kalt, aber angenehm. Am zweiten Tag haben die da frisch wirklich säckeweise Eiscubes reingeworfen. Und mir haben die Füße wehgetan. Mir hat alles wehgetan. Wirklich. Ja. Und ich bin dann auch schnell wieder raus, ich weiß gar nicht, wo du zu dem Zeitpunkt warst. Du warst fast schick gegangen. Nee, ich hatte ein bisschen länger gebraucht, weil ich hatte Beine gemacht. Und du bist doch so schnell durch in deinem Beintraining. Ja, ja. Ich war nur noch halb so lang. Das ist ein Joke. Lustig. Ja. War ja wirklich lustig in dem Moment. Ja. Naja, auf jeden Fall. Es war wirklich sehr kalt. Und später, also bevor du rein bist, ist doch so ein Dude da reingehüpft. Der hat wirklich geschrien, ne? Über die ganze Area. Ja. Es war wirklich kalt. Es war wirklich, wirklich kalt. Mich würde echt mal interessieren, was es für eine Temperatur hat. Mhm. Vielleicht nur ein Grad. Naja, war auch kalt. War kalt, soll aber ja auch kalt sein, also erfüllt ja jetzt gerade nur den Zweck. Eben. Genau, also ansonsten, wie gesagt, es fühlt sich an, als wäre da schon ewig Zeiten hier, aber... Ja, das Einzige, würde ich sagen, was dagegen spricht, unser Ton. Ja, wir sind immer Conny Käsebauch, wie sagt man. Wie heißt das nochmal? War das Conny Käsebauch? Ja. Conny mit der Schleife im Haar, so ein Hörspiel. Und Conny auf Kreta, da hat man zu ihr gerufen, Conny Käsebauch. Ja, richtig. Weil sie so weit war. So einen weißen Käsebauch hat. Wir haben auch noch einen weißen Käsebauch. Obwohl, bei mir geht es jetzt lange in die Richtung. Zeig mal. Ist ja kaum ein Unterschied. Richtig. Naja. Ja,
Ansonsten haben wir gleich noch eine Massage auf dem Zettel. Oh ja. Heute, ist, der erste, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. 1948. Aha. Schön. Genau, heute ist nämlich der erste Weihnachtsfeiertag. Da ist ein kleiner Gecko. Guck mal, den kann man jetzt von unten beobachten, weil eine Scheibe ist. Ist ja absolut ekelhaft. Sieht echt eklig aus. Mann, ich sag interessant, du sagst ekelhaft. Was ist denn da los? Ja, und wir haben einen kleinen süßen Hund. Wir haben einen kleinen süßen Hund, der hopst hier immer durch die Gegend und er wird immer zutraulicher. Er hatte sich letztes Jahr einfach wieder auf meinen Roller gesetzt und wollte mit mir fahren. Ja. Ach, muss aber wieder absteigen. Das ist auch so witzig, die Hundesituation hier mit den Rollern. Es gibt ist mir auch gefallen, dass super viele Hunde, die aussehen wie Straßenhunde, ich interpretiere jetzt das da mal daraus, dass sie kein Halsband tragen und alle anderen haben oftmals ein Halsband an. In anderen Ländern meinst du? Ich würde jetzt sagen, normalerweise hat ein Hund ein Halsband. Oder? Ja. Ist das Pflicht? Weiß ich nicht. Aber der im Haus nicht. Aber sobald Hunde draußen rumlaufen, haben die immer ein Halsband. Musst du halt kleine. Ja. Spannst du deine nicht so. Naja, auf jeden Fall sind hier aber auch viele dann ohne Halsband. Und die sehen natürlich auch schnell vielleicht ein bisschen ungepflegter und ungenutzter aus. Ich glaube, die sehen alle aus wie Straßenhunde, weil das alles einst Straßenhunde waren. Genau, das ist ja gerade das, was ich gerade sagen möchte. Aber was meinst du, ist denn unser Hund hier? Ist doch auch ein Straßenhund. Ja, unbedingt. Ja, so. Und die sehen alle sehr ähnlich aus. Ja. Ist mir aufgefallen. Es ist nicht, das ist ein Labrador. Das ist ein Dalmatiner. Und ein Dalmatiner und dann, keine Ahnung. Ein Pudel. Ein Pudel oder so, der ich die hier rumhüpfen. Das ist alles, die sehen alle total ähnlich aus. Ja. Was auch irgendwie Sinn macht. Aber, also alle wie die, der Hund, der bei uns hier rumhüpft. Ja. Vielleicht mal noch eine andere Farbe, Fellfarbe. Ja, die Größen variieren, aber im Prinzip sind das alles kleine Hunde. Ja. Es gibt jetzt keine Hunde wie, also schon, aber die meisten sind wirklich so kleine Hunde. Ja. Ich würde es Labrador als einen großen Hund bezeichnen. Ja. Im Vergleich. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben hier viele Leute Hunde und viele Leute fahren mit ihren Hunden auch in den Rollern, auf den Rollern durch die Gegend. Und wenn du einen Hund hast, kann er ganz locker zwischen den Beinen sitzen. Sobald du zwei oder mehr hast, brauchst du Kisten. Da gibt es irgendwie eine Firma, nehme ich mal stark an, die hier so Attachments quasi wie vor den Roller gemacht haben. Was sind denn Attachments? Ja, diese Körbe. Was heißt Attachment auch übersetzt? Dran machen. Okay. Ja. Ja, und dann sitzen die zwei Hunde dann an den Seiten und gucken dann mit nach vorne. Und so kannst du dann schon zwei Hunde transportieren oder mehr. Heute habe ich, glaube ich, vier Hunde auf einem Roller. Oh, und das gleiche könnt ihr so auch auf Menschen übertragen. Ja. Entweder setzt du dich alleine auf einen Roller oder du setzt noch eine zweite Person hinten drauf oder stellst die dritte zwischen deine Füße oder die vierte noch zwischen deine Füße. Also ich glaube maximum war 5, was wir gesehen haben, oder? Weiß ich habe 5 gesehen, auf jeden Fall. Und ich finde es bei den Balinesen danach, okay, komm, weißt du, die kennen das so nicht anders. Aber dann die Europäer, ne? Die Europäer, die dann beide Erwachsene und beide Kinder auf einen Roller. Habe ich heute auch gesehen, die sind heute an uns vorbeigefahren. Mit zwei kleinen Kindern, ja, ne? Ja, da dachte ich auch so, Leute. Also. Und da denke ich wieder an die Situation in Paris und wir haben es immer noch nicht der Mama erzählt, es war einfach so unfassbar verrückt. Was denn? Wir laufen zu irgendeinem Lokal mal wieder. Das ist auch eigentlich unser Lebensinhalt, zu Lokalen laufen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Zu dem Lokal, was in diesem Museum war. Da sind wir richtig weit hingelaufen am Morgen. Ja. Und wir beobachten, wie eine Mutter auf dem Fahrrad fährt. Und die hat ihr Kind, lass es eins gewesen sein, ganz, ganz kleines Kind, hinten auf dem Gepäckträger. Ja, stimmt. Aber nicht in dem Sitz. Das saß einfach auf dem Gepäckträger drauf und dann fuhr sie in eine Kurve. Das ganze Kind, das klingt zur Seite. Und nein, die hielt sich im letzten Moment. Nein, das eine kleine Vorrichtung drin. Ja, aber das saß ja nur direkt, das war die Jackenschnalle oder so. Ja, stimmt. Also das saß quasi wie auf einem Gepäckträger, der hinten ganz kurz hochgeht. Ja, ja, so, das war so ein kleines... Wie eine kleine Schanze. Aber das Kind, es war wirklich komplett schon in der Waagerechten. Es griff nur nach dem Pulli der Mutter. Und nicht komplett vom Fahrrad gefallen. Das Kind war nicht eins. Es war wirklich ein richtig kleines Kind. Es war ein kleines Kind, aber mit eins greifst du dann nicht in der Kurve plötzlich deiner Mutter rein. Wenn du sonst fällst. Es war ja, wie gesagt, schon drauf und dran. Ja, ja. 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 Und was heute auch eine lustige Geschichte war, also beim Obsidian, da ist es ja unser Gym, also das heißt Obsidian, und da ist auch eine Riesenbaustelle. Also die sind dann schon wieder am Erweitern. Die haben ja erst gerade das irgendwie verdoppelt und jetzt sind sie wieder am Bauen und auch viel am Schweißen zurzeit und am Schleifen und keine Ahnung, was sie da alles machen. Funken sprühen, das auf jeden Fall sprühen die Funken da.
Zero Sicherheitskleidung. Du hast ein Bufftuch? Ein Bufftuch über dem Kopf und eine Sonnenbrille auf. Ja. Da hätten man bei uns die volle Ausrüstung an, irgendwie auch mal einen Handschuh, dann hier diese nennt sich das, so richtige Helme mit so Visieren. Ja, ja. Gibt's die Sonnenbrille? Hier stand die Sonnenbrille und der andere, der hatte nicht mehr die Sonnenbrille auf. Ja. Da denkt man sich auch. Also wir reden von Schweißarbeiten, wo die Funken richtig sprühen, wo es richtig helles Licht ist. Ja. Ja, und wo ihr dir auch irgendwie mal was ins Gesicht sprühen könnte. Ja, deswegen das Buchtuch. Aber das hatten sie auch nur beim Kopf, nicht über dem Gesicht. Doch, doch, das schon. Mal so, mal so. Naja, auf jeden Fall finde ich das immer wieder krass, wenn man dann überlegt, so, okay, und bei uns wird aus jeder Kleinigkeit schon so eine riesen Aufruhr gemacht. Mhm. Ja, aber in dem so Moment dann locker. Vielleicht berechtigt, ne? Hier ist nicht locker, hier wissen sie es wahrscheinlich nicht besser. Ja. Naja, das war unser heutiger Tag. Ja. Ansonsten, die Tage fliegen auch, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe deutlich mehr geschafft an dem Tag, wie seitdem du hier bist. Nicht so ungut. Nicht so ungut. Aber, ja, jetzt waren das sowieso Ausnahmetage durch Weihnachten und so. Und jetzt gehört wieder ein bisschen Alltags. Morgen wird man richtig auf den Zettel gehauen, denn wir haben eine Einladung bekommen in einen. Das wolltest du jetzt erzählen. Du wolltest heute mit der Sprache nicht rausrücken. Was wir da, wo wir da hinfahren morgen. Wo ist das denn überhaupt? Auch hier? Ja, ja, hier. Das heißt Lighthouse. Und das ist irgendwie so ein Konstrukt, das haben sie sich da ausgedacht. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, es ist so ein Coworking Space mit Café. Wo? Hier. Wo? In Canggu. Wo? Ja, so genau weiß ich das doch nicht. Zwischen Canggu und immer schauen, was in der Nähe ist. Ich habe nicht auf die Mappe geschaut. Okay. Also Coworking Space, Café, dann haben die da so Studios, wo du deine Podcasts aufnehmen kannst, wo du so deine Masterclass. Haben wir doch hier ein tolles Studio. Wo du so Masterclass. Hast du das gehört? Ja. So mein Knie? Okay. Tut das weh? Nö. Naja. So Masterclass. Das ist auch wieder gut für mich. Wahnsinn. Seit meiner kleinen Geschichte gestern, der ganze Roller ist mir. Das ist fein. Müll aber auch, ne? Naja, okay. Lighthouse. Ja, und so Studios, dann kannst du da auch so größere Zusammenkünfte machen mit bis zu 30 Leuten und so. Und die wollten gerne, dass wir da mal vorbeischauen und uns auf Getränke einladen. Und wir fanden wegen dem Getränk jetzt hin. Nein, wir gehen da für eine intensive Arbeitssession hin und ja, ich wollte gerne noch über uns. Wo ist das Tier hin? So, wo ist das Tier? Sorry Leute, das Tier hat auf mich gesessen. Haben wir gesehen. Das tut mir auch nicht drauf. Alter, mit so einem kleinen Käfer, ich bin so Aufruhr. Du hast mich ja geschaut von der Seite, wie sitze ich einen ganzen Salamander hier auf der Schulter sitzen. Oh, ich hab nur Salamander. Oder, keine Ahnung, ist da kein Salamander, ist da aus wie ein Babykrokodil. Oh Gott. Auch wieder ein paar Fahnen auf der Straße gesehen. Schon wieder? Wo siehst du, die sind hier immer von auf die gleiche Route. Genau, hier, direkt um die Ecke. Ach, gestern? Mhm. Es war schon so groß wie ein Frettchen. Ein Frettchen? Ja, so ungefähr. Ne, größer dann ein bisschen. Ja, so. Frettchen mit Schwanz. Ja. Genau. Na gut, ich habe noch ein bisschen den Käfer. Ja, hier im Stuhl. Warte. Ja. Ja, Lighthouse nochmal kurz. Was ist jetzt da? Nee, wir gehen da morgen hin. Erstens für ein Getränk. Erstens, um mal richtig intensiv mal zu arbeiten. Mal ein bisschen hier zwischen den Tagen mal rauszuhauen. Ja. Konzentriert. Ja, und vielleicht können wir uns ja noch den einen oder anderen Tipp geben. Okay, sprechen wir ja mit wem da? Ja, die wollen gerne über unsere Projekte sprechen. Ich bin gespannt. Apropos Projekte. Apropos. Das Thema meiner Travel Agency. Ja. Das ist ja auch einmal. Habe ich das hier schon mal erklärt? Ja. Ja? Mhm. Ist das schon mal erklärt? Nee. Okay. Ganz am Anfang hast du es einmal erklärt, glaube ich. Was ich aber, glaube ich, nochmal dazu sagen möchte, da haben wir auch in den letzten Tagen darüber gesprochen. Es geht nicht darum, den günstigsten Schnapper wie bei Check24 zu machen. Ach so. Ja. Es geht nämlich darum, wirklich ohne Stress und ohne Kopfschmerzen die perfekte Reise zu gestalten, wie sie für einen persönlich nun mal ist. Und das ist. Jeder hat verschiedene Vorstellungen von seiner perfekten Reise. Genau. Aber das ist die Kerndienstleistung. Es geht nicht darum,
am Ende am billigsten Urlaub. Genau. Special. Es geht eigentlich darum, das maximal rauszuholen und den einen richtig coolen Urlaub zu kreieren, ohne dass du selbst was planen musst. Ja. Und dich reinlesen musst. Genau, aber halt trotzdem die coolsten und schönsten Spots. Ja. Ja. Jetzt nicht zu mir, der Käfer. Nee, ist jetzt auf den Boden gegangen. Ach toll. Ich freue mich ja schon auf die heutige Nacht hier in meinem Zimmer. Ja, in meinem kleinen Zoo. Ich sehe kein anderes Tier. Na. Die halten sich ja auch noch bedeckt. Irgendwas Komisches ist auch da unter dem Stuhl. Hm. Ich werde mich damit später nochmal befassen, zu einem späteren Zeitpunkt. Naja. Genau, was steht ansonsten nächsten Tag an? Wir sind ja an Silvester. Wann ist Silvester? Kommt eine Woche? Am Sonntag. Diese Woche? Diesen Sonntag. Kommt am Sonntag. Das sind wir im Savaya Club. Ja. Klapp. Dann müssen wir noch mit dem Auto eine Stunde irgendwo hinfahren. Nur Olovato nämlich. Und da haben wir dann einen richtig coolen Club. Ja. Ja, ist eigentlich ein Beach Club. Und dann wird die halt aber richtig das Tanzbein schwingen, wa? Ja. Spaß. Nein. Ja, das ist ach, das wird schon. So ein richtig cooler Beach Club. Das ist nämlich auch direkt an den Klippen. Und es hat so einen riesengroßen Cube oben drauf. Irgendwie finde ich, haben diese Klippen aber auch ein bisschen was Beängstigendes. Findest du nicht? Wie aus so einer Netflix-Filmreihe. Ja, dann passiert irgendwas Dramatisches. Die ganze Klippe rutscht ab oder so. Ja. Weltuntergangsszenario. Mhm. Oder auch als wir das letzte Mal waren, wir in der gleichen Gegend, ja auch in einem Beach Club. Und irgendwie denkt man sich dann auch, wenn jetzt ein Tsunami kommt. Ja. Wie groß ist der? Und also knallt der gegen die Wand und dann passiert nichts? Oder geht weißt über du, die oder, Wand drüber? Ja, ja. Vor allen Dingen auch, wir sprechen von dem Beach Club The Edge heißt der, ja. Der ist auch ein Pool, der geht auch über die Klippen hinüber. Ne? Und er hat den Glasboden. Ja, genau. Auch interessant, genau. Oder die stürzt der Pool irgendwie ab. Ja. Da gibt's ja auch, ich weiß gar nicht, wie der Film heißt, ich glaube irgendwie, ich komme nicht drauf, ganz bekannter Film. Da schießt auch einer unten in so ein Glas und dann von so einem Pool, dann stirbt der Mann. Ja, ich habe den Film auch geschaut, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ja, das ist der mit Film. Jason Statham, aber auf jeden Fall. Ja. Also im Zweifelsfall ist es immer Jason Statham. Bitte, schaut das Mikro nicht aus oder mach irgendwie ich alles. Ich schalte es nicht aus, ich drücke hier nur so ein bisschen. Oder vergessen wir die Aktion im Radisson Blue in Berlin ja auch nicht, nämlich im Aquarium. Stimmt, da ist ja das Aquarium geplatzt. Ja. Und das war in Deutschland. Ja. Ja, deswegen, irgendwie ist es cool, aber irgendwie ist es auch manchmal so ein bisschen. Ja. Weiß jetzt nicht. Man geht dann eher immer so auf die Verbindungsstücken. Als würde ich das so unfassbar viel bringen. Ja, nee, du bist ja dann ausgesaugt. Ja, wollte ich gerade sagen. Ausgesogen. Na, ich habe auch wieder ein schweres Feuerwerk, ne? Hat man gerade. Naja. Na, lass dich doch nicht so ablenken. Schönen Sonnenuntergang hatten wir eben, ne? Richtig schönen Sonnenuntergang. Und ich hatte auch mal ja schon Beachwalk gemacht. Der war auch richtig schön. Sonnenuntergang war zum auch? Nein, es war Sonnenuntergang. Ah. Sonnenuntergang, ja. Ich würde aber auch gerne mal einen Sunrise Beachwalk machen. Mhm. Aber ich glaube, der wird nicht so cool, weil die Sonne geht halt im Meer unter. Ja. Aber trotzdem wäre es interessant zu sehen, wie das sich dann da abspielt, wenn man Sonnenaufgang anschaut. Ja. Und dann ist vielleicht auch noch nicht der Typ da, der dann für das blöde Reuerparken da einen sonst nicht durchlässt. Da musst du immer da vor diesem Steg, fand das wieder ein bisschen nervig. Naja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten haben wir noch vor, die Woche Parfum selber zu machen. Stimmt, weil hier kann man ja richtig viele coole Activities machen und dann wollten wir das auf jeden Fall machen. Und ich bin auch schon gespannt, ich freue mich nicht, wenn wir Regentage haben, aber ich habe auch schon eine Riesenliste für Regentage. Es gibt hier nämlich so richtig große, so wie Hallen und da kann man du mit deinem Knie? Ja, ich kann trotzdem Axt werfen. Okay. Da kann man Axt werfen machen, da kann man so Go-Kart fahren, da kann man auch in so einen Windkanal, ich weiß nicht, ob das, wobei mit der Schiene, was dürfte da eigentlich passieren? Ja, weil du halt doch gesagt hast, die Schiene, die supportet mich irgendwie gar nicht. Ich hab die mal ein bisschen anders eingestellt. Ach, gut, dass du das übernimmst. Ja, von dem Klett her, meine Güte. Ja. Generell finde ich so witzig, ich habe ja hier auf Englisch heißt es ACL-Tier. Mein ganzes TikTok ist voller ACL. Alle Athleten, die da mental auch ein Thema mit haben. Mhm. Ja, und alle sagen, es ist so crazy, wenn du wieder
rennen kannst. Wenn du rennen kannst oder das ist so ein komisches Gefühl sein sollte. Ich hatte auch neulich einen Traum, wo ich dann gerannt bin und mich dann aber bremsen musste, weil ich dachte, das geht ja nicht. Ne? Also es war ein Albtraum in dem Fall. Ja. Naja. Will man sich gar nicht vorstellen. Ich bin gespannt, wie es jetzt gleich wird bei der Massage. Oh, stimmt. Aber... Also ich meine, die sehen ja, dass sie da vielleicht ein bisschen aufpassen in dem Bereich, oder? Ja, aber so ein bisschen mal die Wade frei machen oder sowas, ist ja, glaube ich, schon gut. Wir machen ja meistens Deep Tissue. Preistechnisch wird... Deep Tissue. Deep? Tissue. Ja. Ja, preislich ist es hier super mit den Massagen. Ja, also wir haben jetzt ein schon etwas gehobeneres genommen. Ja, für 15 Euro. 15 Euro die Stunde. Kann man fast 90 Minuten machen, ne? Nee, Stunde, weil ich schlafe auch mal irgendwie zwischendurch so ein bisschen ein. Ja. Das habe ich immer, wenn ich massiert werde. Und ich finde es so schade, weil ich mir denke, ich möchte es ja genießen. Aber irgendwie, wenn ich so liege und die Augen zu habe, dann schlafe ich immer ein. Ich finde es ja auch angenehm. Nee, ich möchte ja gerne schlafen, wenn ich dann hier in meinem Bett liege. Das gibt es ja trotzdem. Ja. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, rappen wir es mal ab. Rappen wir es mal ab. Wir brechen jetzt auf. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten und besinnliche Tage. Beziehungsweise morgen ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag, wenn diese Folge online kommt. Und ja, ansonsten kommt die nächste Folge erst im neuen Jahr, am 1.1. tatsächlich. Stimmt. Nee, oh Gott. Stimmt doch gar nicht, am 2.1. Am 2.1. Aber da können wir schon mal von unserem Silvester erzählen. Ich bin total gespannt. Ja. Werden wir Alkohol trinken? Unklar. Unklar, aber ich würde jetzt erstmal ja sagen. Ja, ich bin dann kurz vorher auch immer so, dass ich dann denke, auch. Wir da wie an der Weihnachtsfeier. Welche Weihnachtsfeier? Oh Gott, welche Weihnachtsfeier? Ich kann mir gar nicht mehr erinnern. Wo du warst? Ja, du hast gerade Bier gesagt, deswegen war ich etwas verwirrt. Ach so. ja, mal gucken. Mal gucken. Sollen wir nächste Woche berichten, wie die Party war? Und ich finde immer die Zeit so zwischen Weihnachten und Silvester so ein bisschen... Ja, irgendwie unhandlich, ne? Komische Zeit. Ja. Aber jetzt gerade geht's, aber ich finde in Deutschland wäre es jetzt eine komische Zeit. Es war auch während der Schulzeit immer schon eine komische Zeit, weil das ist irgendwie sowas zwischen, naja, mach jetzt noch was oder lass ich sein. Ja, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Naja, aber eigentlich einfach machen. Ja, ich hoffe, es wird ein cooles Silvester. Meine letzten Silvester waren alle ziemlich bescheiden. Ich habe meistens geschlafen ab 22 Uhr, weil... alles irgendwie blöd war. Ja, meistens schaue ich dann einfach den Film Happy New Year und tue mich ein bisschen selbst begleiten. Ja, dieses Jahr wird anders. Den Film habe ich schon geschaut. Ja, was habe ich letztes Jahr Silvester gemacht? Ich hab zu mir eingeladen. Genau, das war letztes Jahr, davor das Jahr. Ach, waren wir da mit alles in Leer? Das weiß ich gar nicht. Ja, ja. Und davor das Jahr waren wir im Kamea? Ja, zweimal waren wir im Kamea. Dreimal. Das war witzig. Dreimal war ich im Kamea. Also bei uns, das ist ein Hotel. Ja. Das ist gut. Naja, wir hoffen, ihr habt ein ganz spannendes und tolles Silvester nach eurem Geschmack. Da gibt es ja verschiedenste Traditionen, die man machen oder lassen kann. Bleigießen. Oder das Bleigießen. Ja. Haben wir noch nie gemacht. Nee. Ja. Genießt euer Raclette. Oh, Raclette hätte ich auch schon Lust. Aber hier gibt es so echt, also diese ganzen traditional Dinger. Warum solltest du hier auch gehen? Raclette. Weil es hier von allen Ländern irgendwie das Hauptding gibt. Finde ich. Oder? Mich wundert es eigentlich, dass es das nichts gibt. Hier gibt es gar nichts Deutsches. Ist es mal aufgefallen? Ah, doch. Doch. Die Brezeln. Wir fahren immer am Brezelladen vorbei, dann gibt es auch den Butterband. Das ist aber Paris. Achso. Das ist eine französische Bäckerei. Es gibt irgendeinen Laden, der heißt Blattgrün oder sowas. Oder Guidos Grüne zu Hause, ich weiß auch nicht. Also ich würde jetzt sagen, die Brezeln, die sind das Deutscheste hier, was ich kriege. Die haben mich einfach noch nicht gefunden, weil es gibt hier en masse Angebot. Ja, Cafés gibt es sau viele, Restaurants gibt es. Es gibt ja eigentlich nur Cafés und Restaurants. Ja. Also in Changu gibt es nur diese... Das sind ganz tolle Läden mit Leinenkleidung. Ja. Ja. Na, gut. Ist der Käfer hier an meinem Bein. Guck mal, wie locker ich jetzt damit umgegangen bin. Ja, danke. Ist er bei dir. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, Leute. Habt eine schöne Zeit. Habt eine tolle Woche. Und? Ja, wir hören uns. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.